Hey Leute und willkommen. Heute gibt's mal ein etwas anderes Video. Seit einiger Zeit habe ich eine Idee, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe vor kurzem im Bereich YouTube Deutschland durchgestöbert, also im speziellen im Bereich Minecraft. Und da ist mir ein Projekt ins Auge gefallen, das von vor 8 Jahren begonnene Projekt Minecraft Aura, das eigentlich ein Übergangsprojekt sein sollte und das mittlerweile 8 Jahre alt ist. Ich denke, viele von euch erinnern sich noch an das Projekt. Das hat viele Größen mit dabei gehabt, wie zum Beispiel Zombay, Ungespielt, Gomme HD oder German Let's Play. Es gab unter anderem auch andere YouTuber, die inzwischen keinen YouTube mehr machen oder zumindest irgendwie in eine andere Richtung gegangen sind. Beispielsweise Pixelwolf, der heute Justin ist, oder Let's Tuttle, der inzwischen nur noch Tuttle heißt und eigentlich nur noch Musik macht. Andere Größen sind auch komplett von der Bildfläche verschwunden, wie zum Beispiel Gomme HD, der macht inzwischen auch kein YouTube mehr. Oder beispielsweise Dena, der inzwischen ein professioneller Rennfahrer ist. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich dieses Projekt ziemlich hart gefeiert habe und jetzt letztendlich gerne mal selber mal erleben möchte und vielleicht auch selber mal in die Welt setzen. Ein Projekt, bei dem wir gemeinsam auf einer kleinen Insel starten und das Ganze dann nach und nach erweitern und sich jeder sein eigenes Grundstück bauen kann. Mein Lieblingsaspekt an Minecraft Aura war, dass man einfach nur begrenzt ist von den Items, die man haben kann oder die man farmen kann und die Leute sich damit eine so große Insel erschaffen konnten mit vielen verschiedenen Items, an die man zum Beispiel durch Events kommen konnte, die wöchentlich stattfanden. Diese PvP-Events, die einmal pro Woche stattgefunden haben, waren natürlich auch immer ein Highlight. Der Gewinner konnte sich glücklicherweise dann ein Item aussuchen oder ein Item, das von der Community gewählt wurde. Somit hatte der Spieler einen Vorteil oder ein Item, das ihm gerade noch gefehlt hat oder was der ganzen Insel weitergeholfen hat. Und genau aus diesen Gründen hat sich bei mir der Gedanke entwickelt und die Vorfreude schon ausgebreitet, selber mal so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das größte Problem, was ich an der Sache sehe, ist, dass man nicht genug YouTuber zusammenbekommt, die Lust an so ein Projekt hätten. So zumindest meine Vermutung. Deswegen starte ich jetzt diesen Aufruf bzw. die generelle Umfrage. Welche YouTuber denn potenziell Lust hätten, damit zu machen? Und jetzt noch ein Disclaimer, das Ganze sollte denn auch ein Regelwerk haben, so ein ähnliches wie in Aura, dass man täglich nur 15 bis 20 Minuten aufnehmen kann, damit alle Spieler auf einem etwa gleichen Level bleiben. Aber andere Regeln wie, dass man zum Beispiel durch eigene Fehler gestorben ist, dass man dann eben einen Tag aussetzen musste von den Videos, das empfand ich zum Beispiel nicht besonders als gute Regel, aber andererseits kann ich es auch nachvollziehen. So, jetzt noch als abschließende Worte möchte ich noch sagen, falls ihr einen YouTuber kennt, der vielleicht Interesse daran haben könnte, könnt ihr ihn gerne anschreiben oder falls ihr selber YouTuber seid, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, falls ihr denn potenziell Lust hättet, an diesem Projekt teilzunehmen. Wie anfangs erwähnt, ist es natürlich jetzt alles noch relativ vage und man kann nicht zu 100% sicher sagen, dass es wirklich stattfinden wird. Deswegen einfach nur die generelle Umfrage, wer denn Lust drauf hätte. Ich hoffe, ich konnte die Nostalgie in einem oder anderen von euch wecken und vielleicht schaut ihr in die alten Folgen nochmal rein. Aber in jedem Fall möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.